Tja Leute, guten Morgen, Peter von der Live in der Camper hier. Ich bin am Fahrradfahren. Schaut mal, wie schön das hier ist. Das ist ja wohl der Hammer. Ich bin immer noch am Kloster Arnsburg und will eigentlich zum Aldi zum Einkaufen fahren. Und dann bin ich hier über dieses schöne Fleckchen Erde hier gestolpert, direkt an der Wetter. Wunderschön hier. Naja, wir gucken mal, was so kommt. Herrlich. Ja, Film geht Sonntag online über Strom. Habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das heute noch rein. Keine Ahnung, mal so als Zwischenbericht, wie schön das hier ist, dass es doch wohl einfach Traum ist. Ist einfach herrlich hier. Richtig toll. Tja, wie geht's mir? Mir geht's richtig gut. Hab ja mitgekriegt, ein paar Tage frei. Und das genieße ich jetzt auch. Ich fahre jetzt mal einmal, will ich zum Kloster. Ach, was heißt Kloster? Da stehe ich ja. Kloster Arnsburg stehe ich ja. Und ich will jetzt noch mal einmal ein bisschen einkaufen fahren. Und zum Aldi, aber diesmal noch eine andere Strecke, habe ich euch ja schon mal einmal gezeigt, da wo ich immer hinfahre hier. Naja, gucken wir mal, ne? Bis nachher mal. Ja, liebe Leute, ich bin dann noch an der Wetter lang gefahren, Richtung der Stadt Licht. Und da habe ich noch beim Aldi Süd, ist das glaube ich, eingekauft und dann wieder zurück auf den Stellplatz. Wunderschön an den Getreidefeldern vorbei und gleich am Ende dieser kleinen Sequenz, dann seht ihr mal, wie schnell man mit dem E-Bike eigentlich so fahren kann. Soll man nicht machen, aber ich habe es einfach mal laufen lassen und mal aufgenommen und habe mich aber auch so ein klein wenig erschreckt dabei. Aber das sagt mir immer wieder, beim E-Bike fahren, da soll man auf alle Fälle einen Helm anziehen. Und das ist unheimlich wichtig halt, ne? Ne? Ja, am Stellplatz angekommen, habe ich dann ganz schnell noch meine Einkäufe verstaut und habe eigentlich überlegt, was mache ich denn noch? Ja, und da der Tag eigentlich viel zu schön war, habe ich schnell T-Shirt gewechselt, nochmal kurz übergewaschen, weil ich doch ziemlich verschwitzt war und bin dann durch Müschenheim gefahren und Richtung zur Münzenburg, also nach Münzenberg. Sagt, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Burg. Und dann nehme ich euch jetzt mal mit hin. Ne? Bis gleich mal. Ich habe es gesehen, ich bin da Fahrradfahren. Da oben, da will ich hin, mal zu Münzenburg. Und ich will mir aber noch vorher noch einen Wohnmobilstellplatz hier in Münzenberg angucken, ob ich da auch hinpasse. Und dann kann ich da oben vielleicht mal eine etwas längere Zeit verbringen. Aber schauen wir mal. Bis nachher mal. Ja, Wohnmobilstellplatz Münzenberg. Ein richtig toller Stellplatz für Wohnmobile. Aber für große Fahrzeuge nicht ganz so gut geeignet. Es gibt wohl ein, zwei Plätze, da können auch große Fahrzeuge stehen. Wo ich auch stehen könnte. Aber ich hätte da, glaube ich, ein bisschen eher Angst wegen der Höhe, weil da doch viele Bäume sind. Und mein Fahrzeug ist 3,70 Meter, 3,79 Meter in der Fahrzeughöhe. Und also fast 4 Meter hinten am Heck, wo der Alkoven ist. Und da hätte ich dann teilweise doch schon Schwierigkeiten wegen den Ästen, die da teilweise doch ein bisschen tiefer hängen halt, ne? Und ja, eigentlich schade, aber dafür habe ich ja das Fahrrad, um dahin fahren zu können.
Ja, Freunde, das ist der einzigste Nachteil am großen Wohnmobil. Hier könnte ich mich nicht hinstellen. Naja, jetzt will ich mal hoch einmal zur Burg fahren und dann fahren wir vielleicht mal langsam zurück. Bis nachher mal. Ja, Freunde, jetzt geht's einmal Richtung Münzenburg, quer durch Münzenberg, das reimt sich sogar. Ja, eine wirklich ganz, ganz tolle Stadt mit kleinen Gassen, teilweise auch noch Kopfsteinpflaster und sowas alles. Und wirklich äußerst sehenswert, diese kleine Stadt. Wirklich ein Besuch wert. Ja, ich fahre ja nach der Komoot-App und die hat mich dann gleich einen Weg hochgeführt zur Burg als ausgewiesener Fahrradweg. Da bin ich selbst mit dem E-Bike ins Schnaufen gekommen. Ich habe es aber geschafft, nicht abzusteigen. Aber schaut mal selber das letzte Stück. Tja, Leute, so kann es gehen, wenn man das Portemonnaie vergisst im Wohnmobil. Naja, kein Geld dabei, kein Eintritt. Hier kostet das Eintritt. Ich fahre jetzt wieder mal zum Kloster zurück und dann schauen wir mal. Ne? Bis dann, euer Peter. Ja, Freunde, ich hänge euch hier jetzt noch mal ein paar ältere Fotos von der Münzenburg an und mache aus den Fotos, die ich habe, mache ich auch noch mal eine komplette Diashow, die ich euch noch mal separat auf YouTube einstellen werde. Ja, Leute, E-Bike ist was Feines. Ach, Mensch, tut das gut. Ihr glaubt gar nicht, wie... Ah, oh, da steht ein... Habt das gesehen? Fischreiher im Flug. Der stand hier auf der Straße. Ah, oh, ist das herrlich. Schaut mal, da hinten, da liegt Muschenheim. Das ist echt klasse hier. Ach ja. Boah, ist das herrlich. Ja, am Dienstag habe ich ja einen Notartermin. Wartet mal. Dienstag letzter Notartermin vor der Scheidung. Ja, und dann gehe ich mal davon aus, dass dann die Scheidung ganz schnell kommen wird. Naja, wir schauen mal, wie lange sowas dauert und gucken wir mal. Aber ich bin erstmal froh, dass ich Urlaub habe und habe ja Dienstag den Termin und ja, und am Dienstag fahre ich dann auch schon wieder, ja, nicht auf der Arbeit. Ich habe ja bis sonntags Urlaub, sondern ich fahre nach, ja, zu meiner ältesten Tochter in die Lausitz, nach Lauchhammer auf den Campingplatz Grünewalder Lauch. Da freue ich mich schon drauf. 2 Tage stelle ich mich an der F60. Und wieder mal richtig die Seele baumeln lassen. Und ja, da freue ich mich schon unheimlich drauf. Naja, schauen wir mal. Ne? Ach ja, bis nachher mal. Ja, zum Wohnmobilstellplatz wollte ich noch nicht zurück. Also bin ich nochmal direkt zum Kloster Arnsburg gefahren, um nochmal an die Wetter ranzufahren. Da an den schönen Platz, den ich euch am Anfang des Videos schon mal gezeigt habe. Ich habe ja Fotoapparat mit und da habe ich dann noch mal ein paar Fotos gemacht. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, die habe ich aus Versehen alle vorher von der
Festplatte gelöscht. Also muss ich da garantiert nochmal einmal hinfahren und an dem Ort nochmal ein paar schöne Fotos zu machen. Euer Peter. Tja Leute, hier werde ich jetzt mal ein paar Fotos machen. Schauen wir mal, ne? Hört ihr das? Deswegen liebe ich das hier so, die Ecke am Kloster Arnsburg. Das ist echt, echt toll. Ja, ich bin ein bisschen kaputt, bin ja ein paar Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Und naja, schauen wir mal. Wie habe ich schon mal gesagt, den Akku auftanken, ne? Das ist so. Ja. Naja. Tja, das ist das Schöne beim Leben im Wohnmobil. Also ich kann überall hin. Ich hab's nicht weit. Natürlich könnte ich auch, wenn ich ein Auto hätte, ja irgendwo hinfahren. Aber das will ich gar nicht. Also ich bin da im Moment so begeistert vom Leben im Wohnmobil. Und ihr merkt das, ich bin auch richtig gut zufrieden. Jetzt muss ich mal schnell den Weg zurückfinden. Tja, da ist schon alles sowas. Ist ganz ungewohnt, mal ein paar Tage frei zu haben. Aber naja, jetzt fahre ich erstmal am Dienstag ja zu meiner Tochter. Dann nehme ich euch natürlich wieder mit hin auf meinen nächsten Lieblingsplatz. Da gibt es natürlich nicht so eine Wälder wie hier, weil das ist ja so eine Bergbaufolgelandschaft. Und naja, schauen wir mal, geht das so besser? Ja. Tja, so. Oh, tut das gut. Ja, ja, will ich mal langsam zurück. Da oben, da steht das Fahrrad. Meine ganzen Klamotten. Ich habe ein paar Fotos gemacht, aber nicht viele, weil ich das hier im Moment viel zu sehr genieße. Keine Ahnung warum. Das ist einfach herrlich hier heute. Naja, ne? Wir sehen uns. Tschüss. Hallo. Guten Morgen.